zurück und willkommen zu meinem neuen Video. Ich bin gerade draußen und erstmal guten Morgen. Es ist noch relativ früh. Es ist noch nicht mal 8 oder gerade so 8. Ich gehe gerade mit den Hunden und ja, danach gehe ich. So, ich habe jetzt vorhin schon gefrühstückt und wir haben schon eine Memory Book weitergemacht. Jetzt das zweite Mal mit den Hunden. Und ja, mit meinem Hund war ich ja auch schon. Und wir haben gerade das am Memory Book weitergemacht. Und ja, ich weiß nicht, was sonst heute noch so passiert. Aber ich melde mich dann gleich nochmal. Leute, wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Das hier. Natürlich hab ich mich erstmal wieder angemalt. Klar. Was auch sonst. Leute, ich glaube, jetzt seht ihr es. Es schüttet extremst dolle. Also mega dolle. Guckt mal auf die Garagen. Heftig, Alter. Da. Da unten, oh mein Gott. Die Pfützen, ey Leute. Das Wetter, das hat heute Bock auf jeden Fall auf Sommer. Muss ich schon sagen. Naja, das ist übrigens unser Auto. Nice, ne? Super. Leute, wir gehen jetzt raus. Ja, let's go. Ich hoffe, ich komme nicht allzu nass an. Du hast einen Regenschirm. Ja, trotzdem wird man nass bei dem Wetter. Oder etwa nicht? Nee. Aber Mama meinte, wir sollen uns eine Jacke überziehen, weil es halt trotzdem irgendwie frisch in gewissermaßen ist. Ja, wegen dem Regen. Aber Leute, das ist lustig. Ihr könnt mich immer noch so sehen, weil... Bah, es stinkt. Leute, ich finde diese Regenschirme... Hallo. Ich finde diese Regenschirme mega schön. Leute, ich liebe generell durchsichtige Regenschirme. Und die sind halt immer noch so. Hast du meine Füße gefilmt? Nee, oder? Nein. Alles ist gerade auf die Fresse geflogen. Nein, sowas passiert eben. Lieber mit mir werden Freunde haben. Boah, nee, echt? Das hätte ich nicht gedacht. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt zu der Mama von Kevin, also von meinem Freund. Und helfen der beim Schminken für ein 50er-Jahre-Outfit. Da bin ich gefragt, ob wir der helfen können. Und das tun wir jetzt. Wir sehen uns vielleicht danach wieder oder vielleicht später nochmal. Bis gleich! Leute, wie ihr sehen könnt, meine Haare sind nass. Und Monique wird mir jetzt eine Frisur machen, mich schminken und mir ein Outfit raussuchen. Und genau so muss ich gleich rausgehen und zwar zum Meckes. Der Regen hat auch mittlerweile aufgehört. Wir sind überhaupt erstmal wieder zu Hause. Ja, wir haben es sehr gut hinbekommen. Wir können ja auch mal ein Video drehen für Tipps und Tricks. Für ein Outfit und ein Make-up und Haare für 50er Jahre. Auf jeden Fall bin ich jetzt sehr gespannt, weil Monique darf aussuchen, ob das scheiße aussieht alles. Ob ich jetzt zum Beispiel... weil ich komplett rosa Bonbon bin, ich komplett rosa angezogen bin, mein Gesicht rosa ist, und sie meine Haare färbt, whatever. Sie darf auf jeden Fall jetzt machen mit mir, was sie will sozusagen. Und ich muss gleich so zu Meckes gehen. Ja. In der Zeit werde ich hier fürs Memory Book, was genau das wird, werdet ihr dann in dem Video sehen, mit Kuli diese Sachen hier malen. Also Leute, das ist echt sehr anstrengend. Ich habe das echt alles mit Kuli gemalt. Jeden einzelnen Strich und das werde ich, glaube ich, währenddessen machen. Dann habe ich ein bisschen Zeit und ja. Ich würde sagen, ihr seht jetzt alles im Schnelldurchlauf. Meine Mick. Mick wird mir jetzt die Haare kämmen, föhnen und dann sehen wir uns im normalen Tempo wieder. Ja. Let's go! So, meine Haare sind trocken oder zumindest fast. Die sind halt nur noch recht feucht. Und jetzt wird
Mick, mir jetzt ein Outfit raus. Oh Leute, ich hoffe. Das Smile-Oberteil. Okay. Welche suchst du? Okay, dann ziehe ich mich mal eben um. 3, 2, 1. Und ich bin jetzt umgezogen. Ich hoffe, das war jetzt kein Fail. Das ist ja nicht so geil. Ich hoffe, das ist gut geworden. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja, Leute, jetzt wird Monique mich schminken. Und ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Und let's go. Ich bin draußen und ich sollte jetzt noch diese Jeansjacke dazu anziehen. Also mein Outfit sieht jetzt so aus. Und ich habe noch diese da. Also das ist... Haare im Lippenstift, Leute, wer hasst das auch? Das ist jetzt mein Outfit. Und ja, ich sollte noch diese Schuhe hier anziehen. Dann die Tasche habe ich noch dazu angezogen, also sollte ich. Und diese Jeansjacke. Ich hätte lieber diese Chili-Jacke angezogen, die Nick anhat. Haben wir gerade schon das Richtige. Aber ich sollte diese Jacke anziehen, also habe ich diese Jacke angezogen. Und ja, so sehe ich aus, so sieht mein Outfit aus. Gib mir einen Daumen nach oben. Ob euch das gefällt oder nicht, gib mir dann noch einen Spaß. Ja, wie gefällt es euch eigentlich? Echt? Monique meinte, der Typ im Auto hat mir gerade voll nachgeguckt. Okay, wir müssen jetzt erstmal eine halbe Stunde laufen zu Meckes. Und Leute, oh mein Gott, hier sieht man gerade richtig gut meinen Übergang. Guck mal, weil das hier von unten sind die Haare ja immer dunkler. Zumindest bei mir, weil durch die Sonne werden die heller und ich bekomme hellere, blondere Strähnchen. Und hier sieht man gerade voll krass den Übergang. Guck mal. Als hätte ich so richtig braune Haare und hier unten einfach so richtig krass blond gefärbt. Aber meine Haare sind eigentlich so. Leute. Das ist richtig unangenehm für mich, weil irgendwie jeder Mensch, an dem ich vorbeilaufe, der starrt mich an. Oder? Ich bilde mir das doch nicht ein. Die starren mich echt wirklich alle an, oder? Ja, die gucken mich dann halt an. Aber Leute. Ich fühle mich so schlecht, weil ich so... Ich fühle mich so geschwingt. Leute, unser Essen ist da. Das ist Patrice Essen. Seine Pommes ist schon da drin. Ey, du hast selber welche. Ja, okay, hast du recht. Das ist mein Essen. Mega geil. Hamburger Realte erst den Essen Mick und ich immer. Das ist unser Lieblingsburger. Chicken Nuggets müssen sein. Chicken Nuggets müssen sein. Sie sauber aus so. Oh mein Gott, wie lecker. Pommes und Uncut, genau dasselbe. Aber es gibt so eine Aktion, man kommt einfach Coca-Cola-Becher. Und Leute, oh mein Gott, guckt euch das an. Monique hat einen schwarzen, ich habe einen weißen. Sind die nicht schön? Ihr Lieben, wir haben aufgegessen, wir platzen. Deswegen müssen wir unsere Kalorien verbrennen an dieser Rutsche. Wir werden jetzt hier rutschen. Monique und Patrice sind schon gerade dabei. Warte. Nee, Patrice, rutsch nicht, aber... Patrice, ja. Pass auf. Alles okay? Jo. Wir haben hier gerade noch viel Gewinn gespielt. Und ich schenke jetzt noch mein Getränk aus und Monique. Also, wir trinken das jetzt noch aus in meiner Tasche. Ich habe das da irgendwie reingequetscht. Wir trinken das jetzt noch aus, beziehungsweise ich, dann werfe ich es in den Müll und dann geht es wieder nach Hause. Leute, guckt euch diesen Himmel an. Ist das nicht schön? Und dieses Meckenszeichen scheißt einfach so komplett rein. Leute, guckt euch das an. Das sieht aus, als wäre das so ein Berg, ne? Das ist wunderschön. Ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt nach Hause. In die Tasche habe ich übrigens die beiden Gläser. Das ist Game Master. Wenn man hier reinguckt, und wenn man hier reinguckt, sind die halt auch komplett weiß. Beziehungsweise schwarz, weil ich es richtig schön finde. Weil es gibt nur richtig selten solche Gläser, die so, die nicht durchsichtig sind und die von innen dann halt auch so sind. Was ich noch eben sagen wollte, nach dem Essen ist der Lippenstift auch direkt abgegangen. Vor allem, weil ich mir den Mund auch noch abwischen musste. Aber ja, mein Augen-Make-up ist immer noch da. Game.
Mittlerweile habe ich mich auch schon so dran gewöhnt, dass ich das gar nicht mehr spüre. Also, ich habe das doch vorhin, als ich voll in so einem Essensfeeling war, habe ich einfach, habe ich nicht mehr dran gedacht, dass ich so aussehe. Frag Mick, also da habe ich halt echt nicht mehr dran gedacht. Ich habe doch so zu dir gesagt, so, hä? Stimmt, ich habe das ja noch auf den Augen. Ja, du musst ja nur, wenn du dich irgendwie so machst oder so. Ja, habe ich aber zum Glück nicht gemacht. Leute, wir sind wieder zu Hause und ich werde mich jetzt direkt erstmal abschminken. Ja, ich fühle mich echt nicht mehr wohl. Ich finde echt nicht, dass es so kacke aussieht. Aber ich würde jetzt auch nicht jeden Tag so rausgehen. Oh Leute, dieser Fleck da unter meinem Auge. Guck ich gerade voll auf, weil er einfach nicht weggehen will. Und so. Seht ihr das? So. So, ich bin jetzt fertig abgeschminkt, ich glaube. Das ist so gut. Ich habe mir auch gerade nochmal mein ganzes Gesicht gewaschen, auch mit Creme und sowas alles. Und wenn ich jetzt wieder. Nur da mir gerade eingefallen ist, dass ihr noch gar keine Endszene habt, habt ihr jetzt hier die Endszene. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst einen Daumen nach oben. Und ja, jetzt gleich fange ich ja schon mit dem nächsten Vlog an und für euch das nächste Video. Ciao! Uno Momento! Abonnieren den besten Channel auf YouTube, dann den Daumen nach oben schlagen, bis der blau ist. Und ein nettes Kommentar da lassen. Bitte, die freut sich dann.